wir haben keine 6 Millionen Juden verbrannt. Jetzt weinen die Deutschen, weil wir eine Fahne verbrannt haben. Wenn sie sehen, was die Israelis machen. Ja, aber finden Sie das denn dann richtig, dass eine Fahne verbrannt wird? Was ist denn da, was ist dann richtig und was ist falsch? Antisemiten sind wir nicht! Antisemiten sind wir nicht! Eines kann ich sagen, egal was, was heute gesagt wird, das wird nicht sozusagen die Sachen relativieren können, die in den letzten Tagen und Wochen passiert sind. Ja, Frankfurter Polizei ist auch schon da. Ja, aber auch ganz ordentlich. Ja. Ne? Da hinten sieht man auch schon die Demo. Ich habe auch gerade schon Leute mit Palästina-Fahnen gesehen. Ich treffe mich ja gleich mit dem Aaron, der ist hier Mitglied der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Und will mal gucken, wie der das so wahrnimmt, wie so Demonstrationen auf ihn wirken. So in dem Moment, wo hier so Israel-Fahnen verbrannt werden, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland passiert. Und ich finde es irgendwie mit meinem Selbstverständnis auch nicht vereinbar. Ich finde, es ist so eine sinnlose Art. Dass Juden in Deutschland in Angst leben. Trefft ihr euch denn hier in der Nähe? Ja, ich wollte mich eigentlich mit dem Café da hinten mit ihm treffen. Aber er hat jetzt gerade mich angerufen und gesagt, es ist ihm zu heikel. Wobei man auch dazu sagen muss, die Anmelder, also die palästinensische Gemeinschaft Deutschlands, die hat vorher noch mal eine Pressemitteilung rausgegeben, in der also ganz klar drin stand, wir verurteilen jede Art von Antisemitismus und stellen uns da auf jeden Fall gegen. Und die sind ja heute hier auch Anmelder. Ja, vielleicht kannst du ja nachher mal mit denen reden. So, wo ist mein Kamerateam? Ich lauf mal rüber. Okay. Ich würde sagen, wir treffen uns wieder, wenn die Demo rum ist. Und du kannst ja zwischendurch mal anrufen, wenn du irgendwie Sachen siehst, wo du vielleicht dir auch denkst, es wäre interessant zu hören, was Aaron dazu sagt. Alles klar. Mach gut. Bis gleich. Passt auf euch auf. Und bis später. Also wir laufen jetzt hier gerade auf den Vorplatz vom Bahnhof zu und es sind 2000 bis 2500 Demonstranten angemeldet. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sieht das jetzt noch nicht danach aus. Sieht fast noch so aus, als wäre noch mehr Polizei da als Demonstranten. Da hinten geht jetzt gleich der Demozug los. Wir treffen uns aber jetzt erstmal sehr weit abseits von der Demo mit Aaron, weil der tatsächlich Angst hat, dass wenn er mit dem Kamerateam unterwegs ist und dann möglicherweise als Jude wahrgenommen wird, dass er dann angegriffen wird. Also das Hauptthema der Demo heute soll ja sein, dass man gegen die Trump-Entscheidung demonstrieren möchte, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Und deswegen sieht man zum Beispiel hier hinten auch solche Schilder wie Jerusalem ist die Hauptstadt von Palästina. Aber es ist natürlich auch immer, dass auf solchen Demos ganz, ganz viel zusammenkommt, weil es natürlich ein emotionales Thema für viele Leute ist, wo dann eben es nicht nur gegen diese Einzelentscheidung geht, sondern eben gegen die gesamte Lage im Nahen Osten. Also ein Grund für die massive Polizeipräsenz, die man hier zu allen Seiten sieht, also es sind ja fast mehr Polizisten da als Demonstrierende, ist, dass es 2014 hier in Frankfurt schon mal eine Demo gab und die nicht so ganz glimpflich gelaufen ist, vor allen Dingen auch für die Polizei. Also die ist, nachdem die Demo beendet war, richtig eskaliert und die Polizei hat dann versucht, irgendwie die Stimmung zu beruhigen und hat dann einem der Demonstrierenden ihr Mikro gegeben. Das heißt, der Demonstrierende konnte über so einen Polizeilautsprecher was sagen und hat dann geschrien, Kindermörder Israel. Hallo ihr beiden. So, die Damen zuerst. Hi, ich bin Ben. Hi. Hi, Ben. Ja, okay. Jetzt sind wir ein bisschen abseits. Wir wollten uns ja eigentlich in dieses Café setzen. Richtig, ja. Aber jetzt hast du gesagt, ist dir zu heikel. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es, also nochmal bei dem Blick auf die Karte, habe ich mir einfach gedacht, dass es doch nicht so sinnvoll ist. Man sieht ja auch das Polizeiaufgebot hier. Ja, ich finde es halt schon krass. Also es spricht auch irgendwie Bände, dass du sozusagen, das sollte nicht so sein, dass du Angst haben musst, irgendwo hinzugehen. Weil da Leute demonstrieren. Das ist schon, finde ich schon, also irgendwie hart. Ja, ist es auch. Aber ich glaube, in den letzten Wochen hat man es ja auch gesehen.
Also es ist einfach auch aus den Erfahrungen in der letzten Wochen, Flaggenverbrennung, Synagogen wurden mit Brandsätzen beworfen in Schweden. Ja. Also das ist, glaube ich, dann einfach ein Zeichen, wo man sich das dann natürlich zweimal und dreimal überlegt. Natürlich sollte es nicht so sein. Und dass die Demonstration an sich stattfindet, es gibt ja auch Versammlungsfreiheit, das ist ja nicht das Problem. Ja, das Problem ist auch nicht, dass sie sozusagen, also dass sie demonstrieren gehen, sehe ich gar nicht als Problem. Und ich bin auch für eine friedliche Lösung am Ende des Tages. Aber was dann auf den Demos leider passiert ist, das ist das Problem. Ja, darüber würde ich gleich gerne noch mit dir reden. Aber ich würde sagen, wir suchen uns vielleicht jetzt erstmal ein Plätzchen. Genau, es ist durchaus kalt. Wir heißen heute, okay. Wir weisen heute darauf hin, den Anweisungen der Ordnungspersonal unbedingt zu folgen, von den Veranstalten nicht genehmigten Flugblättern nicht zu verteilen. Schimpfparolen dürfen nicht ausgesprochen werden. Nicht staatliche Flaggen dürfen nicht getragen werden. Die Verbrennung jeglicher Flagge ist nicht tolerierbar. Al-Ikhwa al-Akhawat, ay alam ukhra, la yusmah laha an turfa. Harq ay rayat aw alam amrun lan natahawal ma'hu. Marfud. Wa jazakallahu khair. Sich hier nicht nochmal wiederholen sollten. Oder willst du wieder nach vorne, weil sie jetzt loslaufen? Palästina, gib mir auf! Palästina, gib mir auf! Frieden und Freiheit! Frieden und Freiheit! Nur mit Gerechtigkeit! Nur mit Gerechtigkeit! Frieden und Freiheit! Frieden und Freiheit! Nur mit Gerechtigkeit! Nur mit Gerechtigkeit! Antisemiten sind wir nicht! Antisemiten sind wir nicht! Na, dieser Satz muss rechtlich in Deutschland gehört werden, weil die Leute behaupten immer, wir sind Antisemiten oder wir sind Antijuden. Das stimmt nicht. Deshalb müssen wir diesen Satz zusammen laut sagen. Antisemiten sind wir nicht! Antisemiten sind wir nicht! Antijuden auch nicht! Antisemiten sind wir nicht! Antisemiten sind wir nicht! Antijuden auch nicht! Also, das ruft einer vor, aber die Menge ruft, Antisemiten sind wir nicht, Antijuden auch nicht. Und dann irgendwas von Jerusalem ist, und, ist die Hauptstadt von Palästina oder ist und bleibt die Hauptstadt von Palästina. Also mir fehlt da auch der Bezug zu Israel. Also ja. Es wird halt, also... Ja, ich meine, gut, aber das finde ich jetzt nicht verwunderlich, dass Palästinenser nicht auf die Straße gehen und sagen, yay Israel. Das wäre vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Ich finde tatsächlich interessant und frage mich, liegt das am Kontext der letzten Tage, der letzten Demonstrationen, dass man einfach gemerkt hat, das kommt nicht so wahnsinnig gut an? Ich denke auch. Eines kann ich sagen, egal was, was heute gesagt wird, das wird nicht sozusagen die Sachen relativieren können, die in den letzten Tagen und Wochen passiert sind. Das kann man nicht einfach damit sozusagen wieder gut machen, indem man sagt, wir sind keine Antisemiten und wir sind auch nicht gegen Juden. Es hat sich leider oft als anders herausgestellt. Deswegen auch die Sorge. Aber sagen, dass es nicht wahr ist und dass es sozusagen geschauspielert ist, wäre auch eine Pauschalisierung. Aber ich würde das mit Vorsicht genießen, sagen wir es mal so. Wenn wir gegen Sinti und Roma sind, wir hier Antisemiten. Nein. Wenn wir gegen israelische Besatzung sind, wir Antisemiten. Nein. Wenn wir die Wahrheit sagen. Scheint es Unstimmigkeiten zu geben. Anscheinend gibt es hier zwei Gruppierungen oder mehrere Gruppierungen innerhalb dieser Demonstration, die sich nicht ganz so einig darüber sind, was jetzt gerufen werden soll oder was gerufen werden darf. Entschuldigung?
Darf ich Sie fragen, warum Sie heute hier sind? Was Sie sich heute erhoffen von der Demonstration? Okay. Ja, ist nicht so leicht, weil nicht jeder hier Deutsch versteht. Von wem sind Sie, bitte schön? Wir sind vom WDR. Westdeutscher Rundfunk. Ja, hier. Sagen Sie nicht, wir sind Antisemiten. Naja, man könnte ja argumentieren, dass auf einigen Demonstrationen in der Vergangenheit offen judenfeindliche Parolen gerufen worden, Flaggen verbrannt worden sind. Fallen ja, und wir haben keine 6 Millionen Juden verbrannt. Jetzt weinen die Deutschen, weil wir eine Fahne verbrannt haben. Wenn Sie sehen, was die Israelis machen. Ja, aber finden Sie das denn dann richtig, dass eine Fahne verbrannt wird? Was ist denn da, was ist dann richtig und was ist falsch? Aber ich meine, das ist ja, also die eine Sache ist ja, dass man einen legitimen Protest haben kann, dass man sagen kann, da komme ich her, da möchte ich gegen demonstrieren. Aber die andere Sache ist ja, dass wenn man hier in Deutschland ist, dass man dann nicht Synagogen angreift, dass man sich dann wie 2014 zum Beispiel nicht... Das nicht finde ich super scheiße, also Entschuldigung, ich bin nicht dafür. Das war mir nicht bewusst, dass auf den Demos das so in den Vordergrund gestellt wird, dass man ganz laut sagt, so, wir sind keine Antisemiten und das irgendwie so betonen möchte. Das ist unser... Die Frage ist nur, warum muss man das so betonen? Ja, weil die andauernd hier uns als Antisemiten stempeln. Diese ganze Wiedergutmachung, diese ganze Chance mit Israel und oh, Antisemiten, Antisemiten, die sind Antisemiten. Da finden Sie das nicht wichtig, dass man da sensibel ist, dass man darauf achtet? Muss man also sensibel sein, natürlich. Gerade wir, in Deutschland. Ja, ja, aber bitte auch schauen Sie, dass es ein gerechter Frieden herrscht im Nahen Osten, dann gibt es keinen Antisemitismus. Dieser Konflikt, der da stattfindet und der ja sozusagen auch mit den Leuten, die hier demonstrieren, erstmal nichts zu tun hat, warum überträgt sich das so hierhin? Und ja auch in eurem, also ich habe auch das Gefühl, dass ihr, auch was diesen Konflikt angeht, total involviert seid. Einerseits von außen die Assoziation, so Israel und Juden, das ist irgendwie auch irgendwie gegeben, leider. Ja. Es kann sein, dass man sich zum Beispiel jahrelang nicht mit, dass man gar nicht wirklich so gläubig ist und dass man gar nicht so den Bezug zu Israel hat, aber man wird spätestens daran erinnert, wenn solche Parolen in diesen Straßen gelaufen werden, die die eigene Religion betreffen, da wird man zwangsweise daran erinnert, egal ob man will oder nicht. Der Flo hat jetzt gerade geschrieben, dass wohl auf der Demonstration jemand war mit einer USA-Flagge, wo ein Hakenkreuz eingenäht wurde. USA-Hakenkreuz, also erstmal bin ich irgendwie, finde ich so einen inflationären Gebrauch von Shoah, Dritten Reich, Motiven, Handlungen, Sprachweisen, regt mich auf. So, man nimmt damit auch irgendwie, finde ich, dem, was damals passiert ist, so ein bisschen eigentlich das Schlimme weg, so, indem man es einfach irgendwie... Dadurch, dass es so inflationär benutzt wird. Total. Also allgemein ist es wichtig, dass einerseits halt, also wie es halt vorgekommen ist, jüdische Symbole nicht verbrannt werden dürften, aber auch, dass keine nationalsozialistischen Symbole in den deutschen Straßen on vogue sind, weil dann hat man doch jüdische Symbole, die verbrennt werden und nationalsozialistische Motive, die auf der Straße gezeigt werden. Wo sind wir denn dann? Also wir scheinen uns jetzt so langsam hier zum Endpunkt der Demonstration zu bewegen. Da vorne ist schon eine Bühne aufgebaut und der Platz ist von der Polizei umkreist mit Polizeiautos. Hi Ben, kannst du mich verstehen? Okay, alles klar. Dann sag Bescheid, wo du bist und bis gleich. Alles klar. Das ist Aaron. Du bist Aaron. Genau, das ist Aarons Freundin. Wir wollten jetzt eigentlich gerade mal an die Demo rangehen. Ist das da runter das oder was? Das ist hier oben. Da oben ist die Bühne. Von hier aus kannst du die Bühne sehen. Ja. Wie war es bei euch so? Also es ist insofern natürlich relativ schwierig, überhaupt drüber zu sprechen mit den Leuten, weil es halt einfach ein emotional voll aufgeladenes Thema ist. Ne? Also man wird dann halt selber so in so eine Argumentations,
wie sagt man das? Also man muss den dann halt begründen, warum wir als Deutsche, warum wir das überhaupt kritisieren, was man sich dann irgendwie anmaßt sozusagen. Weil sein eigenes Land zu verteidigen wäre ja was anderes als einen Massenmord zu begehen sozusagen. Aber das war eine Begründung. So. Die Welt sagen, sich hier keine traut, sich dazu zu sagen, sind wir Antisemiten? Wenn wir der Gerechtigkeit kommen, dann ja. Sind wir Antisemiten. Fühlt ihr euch dann wohl? Oder geht's so? Also. Wenn ich dieses Frage-Antwort-Schreien höre, was so ganz laut ist. Es ist für mich persönlich schon ziemlich hardcore, aber es bin ich. Okay. Es ist für mich schon... Okay, ich glaube, wir gucken uns das noch mal ein bisschen an. Euch muten wir jetzt mal nicht zu, mit auf die Demo zu gehen. Ja, wir sind ja ganz nah. Ja, genau, ihr seid ja schon relativ nah rangegangen. Ja. Ja, vielen Dank. Danke euch. Dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt. Dann zieh ich auch mal schon aus. Sorry. Ciao. Ciao. Bis dann. Und ja. Festtage. Genau. Schönen Samstag noch. Tschüss. Komm gut nach Hause. Weißt du, was ich super bedrückend finde? Was? Diese Unsicherheit, die jetzt gerade so geherrscht hat. Dass man steht hier so und man steht neben Menschen und die wirken irgendwie... unsicher und sollten also, das aber eigentlich nicht. Genau, ich finde es einigermaßen skurril, dass das sein kann, dass man als Jude in Deutschland sich nicht sicher fühlt. Also, ich meine, wir kennen das ja auch, ne? Wir haben beide in Köln an der Moschee gedreht und da steht immer Polizeischutz davor. So. In der Synagoge meinst du? In der Moschee, ja. Habe ich gesagt. Ne? Ja, in der Synagoge in Köln. Und, ne, allein das ist ja schon so ein Zeichen, wo man denkt, dass eigentlich sollte das nicht nötig sein. So, einerseits gut, dass es gemacht wird, sozusagen. Das finde ich, also. Aber es sollte nicht nötig sein.